Nachdem der Katechismus herausgegeben wurde, gab es bald den kleinen Bruder des Katechismus in Fragen und Antworten. In ihm wird unsere Lehre in gut verständlicher Weise entfaltet. Herausgegeben wurde der Katechismus in Fragen und Antworten 3 Jahre nach dem Katechismus, also im Jahr 2015. Und er kam dann auch gleich in unterschiedlichen Sprachen raus: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch. Schon Stammapostel Leber war es ein Anliegen, dass auch eine für Unterrichtszwecke geeignete Fassung des Katechismus erarbeitet wurde. Diese sollte dazu dienen, den Zugang zu teils schon schwierigen Zusammenhängen zu erleichtern. Für die Erstellung dieses Werks haben wir den Inhalt des Katechismus in 750 Fragen und Antworten gefasst. Denn zum einen ist das Schema von Fragen und Antworten in christlichen Katechismen schon seit Jahrhunderten gebräuchlich, hat auch in unserer Kirche eine lange Tradition. Und zum anderen ist die dahinterstehende didaktische Methode vielfach erprobt. Auf Anregung von Stammapostel Leber durchlief der Katechismus in Fragen und Antworten eine Testphase. Für die Testphase wurden 3 Kapitel beispielhaft in Fragen und Antworten aufbereitet und im Konfirmandenunterricht getestet. Die Tests wurden in Afrika durchgeführt, wo die meisten Kirchenmitglieder zu Hause sind. Bei der Erstellung des Werkes haben wir dann auch auf Lesefreundlichkeit geachtet. So enthält der Katechismustext in Fragen und Antworten viele vollständige Bibelzitate. Sie bieten den Vorteil, dass man auch dann Bibelstellen nachlesen kann, wenn keine Bibel zur Hand ist. Begriffe, die sich nicht ohne weiteres erschließen, werden dort, wo sie erstmals genannt sind, ausführlich erläutert. Und damit der Katechismus in Fragen und Antworten auch in Kombination mit dem großen Katechismus eingesetzt werden kann, entspricht sein Aufbau der Gliederung des großen Katechismus. So kann man sich dessen Inhalt im Selbststudium mit beiden Werken zusammen erschließen. Ein wesentliches Ziel bei der Erarbeitung des kleinen Bruders des Katechismus war es, größtmögliche Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Gedankenführung zu gewährleisten. Um das zu erreichen, wählte man verschiedene Mittel. Durch aufeinander aufbauende Fragen wird der Leser sozusagen an die Hand genommen und durch den Inhalt geführt. Und damit der Leser leicht in die teils komplexen Inhalte eindringen kann, sind die Themen in eine große Anzahl von Einzelfragen und Antworten gegliedert worden. So konnten die Sinnabschnitte kurz gehalten werden und dadurch kam es eben zu den 750 Fragen und Antworten. Der Text ist möglichst eingängig formuliert, ohne viele Fachbegriffe zu verwenden und in sich auch möglichst kurz. Zu bestimmten Begriffen haben wir im kleinen Katechismus Erklärungen aufgenommen bzw. diese gegenüber dem Katechismus erweitert. Auch dass der kleine Bruder des Katechismus bebildert ist, hat Vorteile. Teils unterstreichen die Bilder die Texte, denen sie zugeordnet sind, teils dienen sie aber auch einfach nur der Illustration. Und so wird das Druckbild aufgelockert, was zur besseren Lesbarkeit beiträgt. Und wie der große Katechismus lädt auch sein kleiner Bruder alle ein, unsere Glaubenslehre kennenzulernen.